Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Tales of Zestiria. Ja, wir sind beim letzten Mal in den Wassertempel eingedrungen und versuchen somit auch die Prüfungen zu abzuschließen, aber es gibt ein kleines Problemchen. Hier gibt's Augen, die beobachten uns. Wenn wir irgendwas falsch machen, dann kommen wir wieder zum Anfang. Okay, jetzt schon mal keine Augen. Ach nee. Nee. Gibt's doch nicht. Der Boden wird nicht mehr markiert. Oh. I made some snacks. Ja, danke für den Donut. Die Amerikaner sind stolz auf dich. Oh. Jetzt fängt das auch noch an. Ah, okay. In die Etage 4 werden wir uns begeben und wieder nach unten zu laufen. Ach nee, nein, das gibt's doch nicht. Und ich glaube, Moment mal, ich werfe mir jetzt gerade einen heiligen Trunk rein, damit die Aliens fernbleiben. Weil, oh, also stark sind sie nicht. Und... geht, glaube ich, nicht. Er leuchtet nicht. Das ist... Ah, jetzt, okay. Ja, die Aliens sind nicht allzu stark. Sie machen mir anscheinend nur Probleme, weil ich mich danach nicht auf den Bogen konzentriere. Und wir haben ja schon genügend zu tun hier mit den Augen. Ah, sag mal, wo hat's denn hier Augen? Auge! Achso, da drin noch keine. Hätte ich noch lange umschauen können. Yeah, aber warum wird der Boden nicht mehr markiert? Oh Gott, das ist ekelhaft. Sag mal, haben wir hier ein Auge? Da ist keins. Und hier ist auch keins. Wo aber eins ist, haben wir gesehen? Und das ist auf der Seite hier. Da wäre ein Auge. Ich könnte aber auch, wenn ich hier hingehe... Nein, da komme ich jetzt nicht mehr durch. Das ist auch... Ja, das ist auch nicht gut so. Ja, okay. Wo ich aber hinkomme... Sehe ich das richtig? Jawohl, ich komme zu der Tür. Da ist schon mal gut. Gut. Da komme ich ja durch. Ja, perfekt. Immerhin was. Ich glaube, hier sollte der Norman sein. Norman! Oh, der Norman. Ja, hallo. Ja, was bist denn du für einer? Der Animili. Ja, hallo. Hast du noch Ausrüstung mit offenen Fertigkeiten? Ich kann sie nicht in der Schere richten. Ja, ich weiß, aber ich muss zuerst mal nachsehen. Animili. Hier. Gut. Animili. Wo haben wir das? Animili. Ich hätte das Zeichen vielleicht anschauen sollen, aber ich war zu doof. Okay, hier ist es nicht. Animili. Ah, das ist auch nicht. Mann, da war's. Gut, also klar, das packen wir. Soll ich das Ray geben? Nein. Machen wir nicht. Wo war der? Edna, gut. Edna. Dann bekommt sie wenigstens noch einen Bonuspunkt. Okay. Wir brauchen etwas von Edna. Das sieht dementsprechend nicht allzu gut aus. Ah, hier, gut. Gut. Damit ist dir erstmal geholfen. Wenn du mehr brauchst, dann ruf mich zum Herrscher des Landes. Ui. Oh Gott, mich nimmt so wunder, wann irgendeinmal meine Stimme versagt. Wir gehen im Kakel. Zurücklegen. Was haben wir hier? Himbeermus. Mm, nom, 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 nom. Lecker. Okay. Und ja, soweit ich jetzt gerade gesehen habe, kommen wir hier nicht weiter. Da kommen wir nicht weiter. Das heißt, man müsste irgendwie von der anderen Seite nochmal dazukommen. Wir können doch einmal nach vorne. So. Zack. Und rüber. Immer schön die Treppe rüber. Ich kann das nicht kaputt machen oder sonst irgendwas. Hoppla. Das war das Falsche. Ich wollte nicht. Ich komme da nicht vorbei, ne? Also belassen wir es, glaube ich, mal auf dieser Ebene, weil wir irgendwie auf die andere Ebene gehen müssten. Aber wir kommen da nicht die Treppe hoch. Auf der anderen Seite, weil ich halt zu langsam bin. Dann gehen wir mal in die vierte Etage. Und schauen uns da mal ein bisschen um. Es gibt auf jeden Fall nochmal einen Weg. Und ich schätze mal, ich komme jetzt von der vierten Etage auf die andere Seite. Dann kann ich dort nach unten und dann doch durch die dritte Etage auch noch ansehen. Das wäre jetzt so... meine
Idee, wie ich dieses Spiel kompliziert habe, damit du sozusagen auf die vierte Etage sowieso gehen musst und alles ansehen und alles überprüfen. Ich glaube viel über den... War das ein Hint? Nein. Ah, ich muss ja nicht mehr auf die Hillians schauen. Die sind ja nicht mehr hier. Außer die ganz Starken. 31. Jahr des gemeinsamen Kalenders, Monat des Kelches. Endlich habe ich Mithrile bekommen. Daraus werde ich ein Schwert schmieden, das mir die Kraft verleihen wird, die mir immer noch fehlt. Macht, Macht, Macht! Mich dürstet es so sehr danach. Ich kann sie schon schmecken. Poor Shepard. He's veered into a dangerous headspace. What did you expect? Na, ja, so wie es aussieht, war der Shepard alleine. Hatte keine Seraphen auf der Seite. Und somit ist halt alles auf seiner Schulter gelandet. Und dementsprechend hatte er Zorn. Oh mein Gott, wie komme ich hier durch? Hat er Zorn entwickelt? Oh mein Gott. Nein! Nein, nein, nein! Ah. Mann, ich hasse das, wenn man nicht sieht, wo die sind. Das ist alles Zeitverschwendung. Aber ich schätze mal, wir kommen vielleicht mit diesem Part hier durch. Ich hoffe es auch. Ich hoffe, wir müssen nie mehr hier zurück. Ich hoffe auf keine goldene Kiste. Dann wäre es diese Kiste, die ich nie im Leben noch holen werde. Wassertempel, ich hasse die. Das sind die schlimmsten von allen. So, war das denn? Nein, das war noch nicht der Raum. Der Raum kommt jetzt. Das war er, glaube ich, oder? Nein, auch nicht. Bin ich schon so weit gegangen? Huh, Respekt. Okay, so. Hier muss ich jetzt aufpassen. Denn hier haben wir, wie viele Augen? Eins. Okay. Zack. Und rüber. Jetzt mal schön warten und mal kaputt machen. Geht's ein bisschen schneller? Das sind zwei Augen. Hier sollte ich eigentlich durchkommen. Zack. Okay. Die nächsten Augen, die sind erst auf der anderen Seite. Und so wie es aussieht, komme ich hier auch durch. Ah, so wie ich es mir vermutet habe. Gut, gut, gut. Okay. Wollen wir vorsichtig sein? Da ist noch ein schönes anderes Auge. Gut. Und zwar auf beiden Seiten? Warum auf beide Seiten? Das finde ich jetzt gerade ein bisschen komisch. Aber wahr. Weil ich muss ja eigentlich gar nicht auf die andere Seite. Warum habe die einen Augapfel hingepflanzt? Das macht keinen Sinn. Ah, mach mal das weg. Du bist so schneller unterwegs. So, gut gemacht, Shepard. Gut gemacht, Soray. Oh, nicht zu weit laufen. Könnte eine Falle sein. Also gut. Wo haben wir Augen? Wo haben wir keine Augen? Hier haben wir Augen. Da haben wir Augen. Wie sieht diese Wand aus? Gut, da haben wir keine Augen. Dafür haben wir hier noch ein Auge. Okay. Dann gehen wir mal hier durch. Und jetzt erst mal schauen. Okay, ganz nach unten könnte ich gehen. Ich könnte auch... Okay. Oh, rätselhaftes Getue hier. Oh. Gut, ich will nämlich die Kiste da holen. Also ich versuche es, sie zu holen. Denn sie ist kupfermäßig. Das ist gut. Ha! Feldspatzstab. Ja, viel gelohnt hat es sich jetzt gerade eigentlich nicht. Aber egal. So, dann müssen wir jetzt wieder mal jetzt zurücklaufen, um in diese schöne Tür zu gelangen. So, noch einmal. Oh nein, 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 nein. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. So, gut, jetzt kommen wir durch. Komm, 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 komm. Gib Gummi. So. Ich glaube, die Augen machen, dass das Wasser viel schneller kaputt geht. Und hier gibt es, glaube ich, keine Augen bei diesem Boden. Das gefällt mir. Oh, ein Raum ohne Augen. Oh, ich könnte heulen. Okay, wir sollten jetzt, glaube ich, auf der Etage... Genau. Haha. Gut. Ich habe das Labyrinth erforscht. Ich habe es herausgefunden. Up and down, throwing us every which way. Whoever built this shrine's a real piece of work. Such meticulous design. He or she must have labored very diligently. Correction. You're a real piece of work.
Da hat es ja aber gezeigt. So. Sollten wir auf der anderen Seite sein? Genau. In dieser Tür sind wir gelaufen. Wir müssen jetzt einfach einmal geradeaus. Wie komme ich denn eigentlich? Ganz nach oben. Da habe ich jetzt noch nicht rausgefunden. Das ist mir doch ein Rätsel. Aber ich glaube, auf dieser Etage werden mir die Augen wieder angezeigt. Das ist gut. Oh. Ah, Moment mal. Das wäre Etage 2. Und ich schätze jetzt mal, wenn ich hier runtergehe, dann sollten die vielen Augen sein. Genau, da kommen wir nicht durch. Alles klar, gut. Da habe ich mir das richtig vorgestellt. So, gehen wir mal hier durch. Also diese Ebene haben wir jetzt auch schon eigentlich durch. Das Einzige, was... Ah, da ist noch eine Plattform. Ah, alles klar, okay. So, aber ich bin mir jetzt gerade unsicher. Es zeigt mir keine Augen an. Am Boden. Obwohl sie da sind. Okay. Da muss ich doch aufpassen, wohin ich laufen tue. Am besten gehe ich jetzt einfach mal hier rauf. Da hinten ist diese Tür. Da ist noch ein ganz großes Auge. Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen unsicher. Ich bin unsicher. Was haben wir hier? Ah, ich könnte da durch... Nein, von da bin ich ja gekommen. Ich bin hier durchgelaufen. Muss ich jetzt aufs große Auge treten? Das Auge versperrt mir diesen Weg hier. Das heißt, ich komme hier eigentlich nicht weg, außer auf... Außer das Auge hier. Ich mache jetzt zuerst mal das hier. Okay, das hat wohl nicht funktioniert. Schauen wir mal. Rätsel gelöst. Wir sind jetzt oben. Die Frage ist jetzt nur, habe ich wirklich alles entdeckt? Ja, es sollte vielleicht noch... Irgendwas ist noch offen. Und zwar, wo die drei Augen sind. Oh. Tja, falsch gelaufen. Aber ja, also das da unten fehlt uns noch. Mangosorbi. Ach nee, vielleicht wäre da noch ein Teleportstein gewesen. Das wäre gut möglich gewesen. Ah, warum habe ich nicht aufgepasst? So, der einzige, was ich noch fehlt hier, ist diese Seite da unten. Da war ich, glaube ich, nicht drunten, oder? Dann müsste ich jetzt mal auf die zweite Etage gehen, um von der zweiten dann nach unten zu gelangen. Und zwar von der Seite müsste ich rein. Damit ich von der Seite dann runterkomme. Und zwar hier oben. Nein, das wäre gleich hier vorne. Sehe ich das richtig? War ich denn hier noch nie runtergelaufen? Jetzt meinte ich, sollten wir auf der Seite sein, wo wir noch nie waren. Ja, ist auch der Fall. Okay. Kiste, sonst irgendwas? Nö, gut. Einen Norman haben wir auch schon gefunden. Jetzt ist nur noch die Frage, hat sich es wirklich gelohnt? Oh gut, da ist eine Kiste. Immerhin was. So, okay, nein, das waren wir doch noch nicht. Dann ist doch gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Ansonsten hätte ich das vielleicht später noch einmal machen müssen. So, zuerst holen wir diese Kiste. Und nehmen die wunderschönen 6000 Gals sehr gerne mit in die Tasche. Ich hoffe, wir haben noch Platz drin. So, ich hoffe, da ist noch was drin mit... Nein, Müdigkeitsschild. Dann haben wir dann doch alles eingesammelt über den Hirten. Kann das sein? Weil mir fällt jetzt gerade nicht ein, was noch fehlen würde. Also an Räumen halt. Haben wir, glaube ich, alles. Ja, yep, da ist das Zeug. Gut. Dann müsste ich jetzt nochmal zurück auf das große Auge. Das war ja in der dritten Ebene von der anderen Seite aus. Oh. Alles klar. Also das Einzige, was noch offen steht, ist wirklich nur noch der eine Raum. Und ich hoffe jetzt mal nicht, dass da ein... Bin ich jetzt falsch gelaufen? Nein, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder auf die andere Seite machen. Echt jetzt? Moment mal. Komme ich denn hier überhaupt durch? Moment, wie bin ich gelaufen letztes Mal? Ja, ich muss jetzt alles... oh mein Gott, nein. Jetzt muss ich nochmal auf die andere Seite gehen. Ah.
Das ist echt doof. Dann hoffe ich aber auf einen Teleportstein. Der... Auge? Where is the eye? Es sollte es doch Augen geben. Jetzt sehe ich gerade keine. Da ist auch keins. Oh, okay, da gibt es wohl keins. Haben wir das schon gelesen? Ich schätze schon, oder? Ja, Monat des Kelches. Gut, gut, gut. Mit der Macht. Ja, die dunkle Macht in dir ist stark, junger Hirte. Ja. So, gut. Da gibt es aber Augen. Und zwar gleich hier an der Wand. Der hat mich auch schon verarscht. Ja. Oh, dann machen wir das halt nochmal. Schnell überlegen. Wow. Das Auge ist verdammt nah. Zum Glück bin ich nochmal zurückgelaufen. Gut. Nachher sollten wir eigentlich hier oben drauf stehen, ne? Genau. Okay, so. Moment. Ich kann da noch einer weiter nach vorne laufen. So. Jetzt sollte es nicht mehr allzu lange gehen, bis wir dann bis zum Ende gekommen sind. Zack. Ja, ich mache das, damit die Blase weggeht und ich schnell laufen kann. Gab es hier auch Augen? Hier gab es auch Augen. Gut. Nur wo waren die Augen? Hier gibt's keine Augen. Gut, dann können wir eigentlich gleich hier so durchlaufen. Nein, falsch. So. Immer schön laufen. Gut, das haben wir ja schon mal wieder geschafft. Wir sind gleich wieder am Ende. Ich glaube, hier gibt es keine Augen wegen dem Bogen. Oh, gut. Dann sind wir schon mal auf der anderen Seite. Und dann geht es eigentlich gar nicht mehr so lange. Dann müssten wir eigentlich nur noch durch das Großauge gehen, um teleportiert zu werden. Und dann können wir nochmal schauen, ob wir jetzt diese blöde... Moment. Hallo? Ach nee, müssen wir doch noch viel weiter laufen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir durch die Tür kommen dieses Mal und ich nicht so blöd bin und ins Auge laufe. Oh Gott. Das nervt. Gab's hier Augen? Habe ich vielleicht letztes Mal schon gefragt, aber ich bin vergesslich. Umso mehr man von einem Videospiel wieder vergisst, desto besser ist es, weil dann kann man wieder von vorne anfangen und man weiß wieder nichts mehr. Das ist doch gut. Hier gibt's keine Augen. Gut, können wir hier hoch teleportieren. Dankeschön. So, gut, das Auge hier habe ich verhängt. Ah. So, dieses Mal aber nicht. Zack. So, ich hoffe, ich habe jetzt einfach alles schon eingesammelt. Ich wüsste jetzt eigentlich gerade nicht, was es noch geben würde. Do you think Maltran came here as well? Even if she did, it wouldn't do her any good. Only the Shepherd has what it takes to get anywhere in a place like this. A Shepherd or his antithesis. Oder sein Gegenstück? Also, Heldalf. Oder ist doch Maltran die Ursache? Asura, der Helion. Hey, you think Azura is really a Helion? Yes. I can feel its malevolence and domain. Why? Do you think it's a fake or something? Well, I mean, isn't it kind of strange? Why would they let a dangerous Helion like that roam around freely? Why would a Protector Seraph just leave it be? Yeah. They're supposed to be powerful, high-ranked Seraphim, right? It probably has to do with the trial. Protector Seraphim are given special tasks. Sounds like a pretty convenient excuse. Yeah, I can't say that it isn't. You don't have to put it that way. You should know, too. Seraphim aren't exactly models of virtue. They're not exactly heroes of justice, either. Well, that's... Sold! You two sure sound so convincing when you team up. As long as you got the gist. Yep. If that's the trial, I'm up for it. Okay. Ja. Eine gute Frage ist, wie viel soll ich denn jetzt noch machen? Soll ich vielleicht beim nächsten Part hier weitermachen? Das war jetzt aber. Sag mal, hast du noch was? Wir müssen diesen Helion Asura finden. Ja? Ich habe noch nie solche Feinde gesehen. Ah, bis jetzt. Okay.
dann gibt es halt wohl doch nichts. So Leute, der Part ist zwar ein bisschen kurz, aber die restlichen Parts waren sowieso immer viel zu lange. Darum würde ich mal sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich schätze jetzt mal, wir sind überall gewesen. Ansonsten müssen wir da wieder auf die Suche gehen, auf eine Kiste, wo noch drin steht, um was es geht. So Leute, ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Tales of Terraria. Ciao Leute!